Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Die trübsten Gewässer sind sein Zuhaus. Dort findet er Perlen und Schätze zuhauf. Der Trash-Taucher. Der Podcast für alle Trash-Film-Liebhaber. Und die, die es noch werden wollen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim Trash-Taucher, dem Trash-Film-Podcast. Ihr hört gerade die zweite Folge der zweiten Staffel, die unter etwas skurrilen Bedingungen entsteht. Und zwar bin ich gerade zu diesem Zeitpunkt im Urlaub im hohen Norden und sitze in einer Ferienwohnung mit meinem Notmikrofon und meinem kleinen Laptop und nehme hier auf. Also bitte wundert euch nicht, wenn die heutige Folge von der Tonqualität her vielleicht etwas schlechter oder etwas halliger klingt als sonst. Ich werde versuchen, das irgendwie aufzuarbeiten, aber keine Sorge, in 2 Wochen bei der nächsten Folge nehme ich wieder von zu Hause auf in meinem kleinen Studio und dann bekommt ihr wieder die gewohnte Trash-Taucher-Qualität geboten, versprochen. Aber das hindert mich nicht daran, meinem Bildungsauftrag nachzukommen, nämlich euch mit schönem Schundwerk zu bescheren. Und heute habe ich euch ein besonders schönes Schundwerk mitgebracht, nämlich den Dinosaurier-Ninja-Action-Streifen The Velocipaster, der 2018 viral die große Runde gemacht hat. Aber worum geht es dabei eigentlich? Die Handlung. Nachdem er seine Eltern verloren hat, reist der Priester Duck zur Selbstfindung nach China. Doch stattdessen findet er ein antikes Relikt und erhält zufällig die mysteriöse Fähigkeit, sich in einen Dinosaurier zu verwandeln. Anfangs noch verstört von seinen neuen Kräften, überzeugt ihn die prostituierte Carol mit seinen Fähigkeiten, das Verbrechen zu bekämpfen. Und Ninjas. Die Entstehung. Verantwortlich für dieses Ninja-Dinosaurier-Action-Gemetzel-Filmchen ist der ehemalige Filmstudent Brandon Steer, der neben mehreren Kurzfilmprojekten auch erst 2013 seinen ersten Langspielfilm Animosity veröffentlicht hat. Der Langfilm von The Velocipastor basiert auf einem Trailer, den er 2011 als Filmschulprojekt konzipiert hatte und auch auf YouTube hochgeladen hat, wo man ihn auch heute immer noch finden kann. Die Begeisterung bei großen Geldgebern für sein Projekt hielt sich jedoch in Maßen, so musste er mit einem sogenannten Mikrobudget arbeiten, nämlich gerade mal $35.000 standen ihm für die Umsetzung von The Velocipaster zur Verfügung. Deswegen wurde der Film auch nur 75 Minuten lang. Da das Geld hinten und vorne nicht reicht, musste Brandon vor allem auf Schauspielstudenten oder C-Movie-Schauspieler zurückgreifen, die keine hohe Gage hatten oder eben einfach als Gefälligkeit für ihn arbeiten wollten. So wurden zum Beispiel die Schauspieler Greg Cohen und Alicia Kempinski besetzt, aber auch aus seiner Verwandtschaft und Freundeskreis wirkten sehr viele Personen an seinem Film mit, so zum Beispiel auch sein Vater Daniel Steer, der Father Stewart, eine der größeren Rollen in The Velocipaster, spielen darf. Das alles klingt ja schon mal nach den optimalen Voraussetzungen für eine weitere Independent-Trash-Schundfilm-Perle. Aber kann der Velocipaster überhaupt halten, was er verspricht, falls er überhaupt etwas verspricht? Mein Eindruck. Vorab zu meinem Eindruck finde ich es wichtig, was Brandon Steer in einem Interview gesagt hat, nämlich wurde er gefragt, warum haben sie diesen Film denn überhaupt gemacht? Und Brandon Steer hat ganz einfach gesagt, er hatte Lust darauf und er wollte einen Film machen, der ihm und den Zuschauern Spaß macht. Und unter der Prämisse, finde ich, kann man bei Velocipaster auch einordnen, dass man sagt, es ist ein wirklich reiner Spaßfilm, der nicht gut gemacht ist. Also das kann man ihm absolut nicht abstreiten. Die Kameraführung ist grauenhaft, das Editing, Cutting, Soundabmischung etc. ist alles wirklich auf Amateurniveau. Aber auch das Skript und die Kostüme und die Regieanweisung, all das, man merkt im Film an, hier ist noch kein fertig ausgereifter Fachmann am Werk, um Gottes Willen. Der Film ist wirklich in der Hinsicht manchmal ein bisschen schmerzhaft zu anzuschauen, aber, und das rettet den Film wirklich über weite Strecken, man merkt bei Velocipaster an, wie viel Spaß die Macher beim Dreh hatten
Und das überträgt sich auch teilweise auf den Zuschauer. Denn ich finde, ich musste wirklich mehrfach lachen. Und zwar wirklich laut lachen, während ich den Film angeschaut habe. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Denn wenn man darüber lacht, wie schlecht etwas ist, aber trotzdem irgendwie einen gewissen Charmfaktor, einen gewissen Kultfaktor hat, dann ist es doch definitiv sehenswert, finde ich. Die Story ist natürlich so dumm wie genial, denn was ist denn cooler als Dinosaurier und Ninjas, die gegeneinander kämpfen? Oh mein Gott, das ist der Kindheitstraum in Filmform. Und so hat wahrscheinlich auch Brandon Steer gedacht, als er das Drehbuch irgendwo wahrscheinlich in seiner kleinen Einzimmerwohnung in Los Angeles zusammenklabustert hat. Die Story ist offensichtlich nur auf einen einzigen Zweck gemünzt, nämlich dass der Priester Doug Jones so schnell wie möglich seine Dinosaurierkräfte bekommt, woher auch immer, und damit Leuten auf die Fresse gibt. Ganz blöd gesagt. Und es passiert auch relativ schnell, denn der Priester Doug Jones verliert sehr dramatisch inszeniert direkt am Anfang des Films seine Eltern durch eine Autoexplosion, die man allerdings nie zu sehen bekommt. Denn die Special Effects wurden einfach nicht eingefügt. Das heißt, anstatt eines brennenden Autos steht einfach nur ein Hinweis: Achtung, hier wären jetzt die Special Effects eines brennenden Autos zu sehen. Stellen Sie es sich bitte vor. Und mit diesem Satz, allein mit dieser Szene am Anfang des Films, weiß man, worauf man sich einlässt. Nämlich auf einen Film, der einfach nicht das Geld hat, das zu tun, was er will, aber es trotzdem tut und das auf die humoristische Schiene. Und das macht Brandon Steer wirklich sehr geschickt, denn er spielt wirklich immer mit seinen Figuren, lässt sie merkwürdige, aber auch zum Teil recht coole One-Liner aufsagen. Wir haben zum Beispiel den Chefzuhälter der Stadt, für den Carol, die eine der Hauptfiguren und Prostituierte, arbeiten muss. Und es gibt dann die eine Szene, in der sie fragt: Weißt du, warum man mich Freddie Mermaid nennt? Und Carol antwortet darauf: Weil du in Bitches schwimmst. Because you are swimming in Bitches. Und diese Art von Sprüchen bekommt man den ganzen Film über um die Ohren gehauen. Und einige davon sind gelungen, andere wieder nicht so. Aber ich muss sagen, die One-Liner haben mich wirklich abgeholt. Oder auch in einer anderen Szene, in der Father Stewart, also der Mentor von Doug, nimmt ihn sich beiseite nach dem Unfall seiner Eltern und will ihn trösten. Und das Erste, was ihm einfällt, ist einfach nur der Spruch: Deine Eltern sind gerade gestorben, aber so sind Eltern nun mal. Sie sterben irgendwann und lassen dich allein zurück. Und das ist einfach in dem Moment absolut unpassend. Aber es wirkt so hart, wie es wieder lustig ist in dieser Situation. Also, und davon ist der Film einfach gespickt. Auch als Doug auf seine Selbstfindungsreise nach China aufbricht. Es gab natürlich kein Budget, um China in irgendeiner Art und Weise per Modell oder was auch immer darzustellen oder CGI-Einfügung. Deswegen gab es einfach einen Cut. Man sieht einen Wald, in dem Doug mit Rucksack und Gepäck herumwandert. Und es wird einfach dick und fett China eingeblendet. Und in dem Moment weiß man: Okay, das soll China sein. Wir sehen einen Wald, ein offensichtlich chinesischer Wald. Und dort trifft er auch das erste Mal auf die Ninjas, beziehungsweise auf das Relikt, das von einer chinesischen Einwohnerin transportiert wird. Sie wird erschossen, kaltblütig, mit einem Pfeil in den Rücken. Und sie übergibt ihm das Relikt, um es in Sicherheit zu bringen. Und er schneidet sich daran, blutet und danach beginnt seine Transformation in den Velocipastor. Und die Verwandlung von Doug sind definitiv auch die Highlights des Films. Denn das DVD-Cover suggeriert erstmal dem Käufer: Okay, das ist ein CGI-animierter Dinosaurierpriester, den wir dann zu sehen bekommen. Falsch gedacht. Ihr bekommt für Velocipastor einen klassischen Dinosaurier-Gummi-Pappmaché-Anzug geboten. Und zwar einen von der schlechten Sorte. In den Verwandlungsszenen ist Doug Jones meistens halbnackt zu sehen. Er ist gut durchtrainiert, kann man ihm auch anrechnen. Das musste er auch für die Rolle, weil er seine Stunts auch selbst gemacht hat. Aber bei den Verwandlungen haben sie meistens einen Gummidinosaurierarm als Teiltransformation übergestülpt oder grüne Kontaktlinsen eingesetzt oder Plastikreißzähne. Und dann kommt der Cut und irgendwelche merkwürdigen Verwandlungsmontagen und danach steht dann dieser ausgewachsene Gummi-Pappmaché-Dino mit dem Buckel des Todes
vor diesen Ninjas oder vor Verbrechern. Und es sieht einfach so billig schäbig aus. Also wow, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist wirklich Amateur hoch 50. Aber es sieht einfach geil trashig aus und es passt einfach zum gesamten Rest des Films. Und es ist alles auf schäbig getrimmt, muss man sagen. Man kann das hassen, man kann das scheiße finden, man kann sagen, okay, das ist nicht unterhaltsam, das ist langweilig, das ist einschläfernd. Oh, die Action knallt auch nicht. Nö, das tut sie auch nicht. Das sind alles andere als professionelle Martial Arts Stunt-Leute, die da zugange sind, gerade als Ninjas. Wobei die Ninjas hauptsächlich auch von europäischen oder amerikanischen Schauspielern gespielt werden und nicht von asiatischen, außer dem Anführer der Ninjas. Aber ganz ehrlich, wenn man schon allein die Rückseite von der DVD liest und dann die Inhaltsangabe von vorhin sich zugute tut, was erwartet man denn von so einem Film? Richtig, gar nichts. Und ich muss ihm zugute halten, es gibt so viele schlechte Filme, die mit CGI um sich schmeißen, als wären es kostenlose Bonbons auf dem letzten Karnevalsumzug. Aber hier macht The Velocipastor genau das, was er ambitioniert hat. Er will einfach Spaß machen. Und sie haben wenig Geld. Und mit diesem wenigen Geld haben sie doch was produziert, was zum Glück nur 75 Minuten lang geht. Deswegen kann man sie sich ohne große Lebenszeitverschwendung ruhig anschauen. Aber es macht trotzdem Spaß. Und ich finde einfach diese Anleihen an alte Ninja-Filme. Und natürlich, Dinosaurier sind immer cool. Deswegen, das ist dann das Erste, was Doug Jones lernt. Er engagiert dann Carol quasi als Dinosaurier-Spezialistin, weil sie als Kind Dinosaurier schon immer cool fand, sich deswegen damit auskennt. Und er liest dann einfach Wissen, Kinderbücher über Dinosaurier neben der Bibel. Was natürlich Father Stewart überhaupt nicht cool findet. Aber Dinosaurier und Ninjas sind nun einfach cool, muss man sagen. Also man muss sie mögen, ganz klar. Also wen kann ich jetzt bei Velocipastor empfehlen? Also ich muss sagen, ganz klar, Leuten, die auf Dinosaurier-Action stehen, die auf Ninja-Action stehen, die auf flache, aber treffende One-Liner stehen und die mit einem Amateurfilm-Look definitiv was anfangen können oder sich davon zumindest nicht abschrecken lassen. Ein bisschen alkoholische Untermalung für euer Gehirn kann natürlich noch mehr helfen, abzuschalten und sich auf den Velocipastor einzulassen. Aber ich fand ihn wirklich amüsant und ich finde, er hat auch definitiv Potenzial, irgendwann mal als Kultfilm irgendwo auf dem Krabbeltisch zu landen. Trivia. Natürlich hat eine Produktion wie The Velocipastor auch einiges an Trivia zu bieten, die bestimmt interessant für den einen oder anderen sind. Hier ein paar ausgewählte Fakten zu The Velocipastor. Den Retro-Look des Films erlangte Brandon Steer, indem er den Film nach Fertigstellung in den Backofen gesteckt hat. 200 Grad, 10 Minuten, bing! Er strahlte The Velocipastor in feinstem, gelblich zerrissenem Retro-Look. Mahlzeit! Brandon Steer verriet außerdem in einem Interview, dass sein großes Vorbild der mexikanische Filmemacher Guillermo del Toro sei, da er seine Fantasy-Filme, sein Storytelling und vor allem seinen Umgang mit Special Effects und Make-up sehr bewunderte und sich dort einiges für seinen eigenen Film abschaute, mehr oder weniger erfolgreich. Aber ihm zu Ehren benannte er seine Hauptfigur nach einem der Schauspieler, die Guillermo del Toro sehr häufig für seine Monstrositäten einsetzte, nämlich Doug Jones. Der Velocipastor mag für viele ein Witz sein, in Spanien wurde es aber sogar ein politischer Witz, denn ein Lokalpolitiker, der dort vor einigen Jahren kandidierte, bekam den unrühmlichen Spitznamen El Velocipastor zugeteilt, was dem Film natürlich nochmal einen unfreiwilligen politischen Beigeschmack verschaffte und so in Spanien nochmal auf anderer Ebene Berühmtheit erlangte. Hauptdarsteller Greg Cohen wurde nur auf den Film aufmerksam, da er für eins der Crowdfunding-Unternehmen arbeitete, über das Brandon Steer versuchte, Geld für sein Filmprojekt zu sammeln. Nachdem die Kampagne jedoch gescheitert ist, hat Greg Cohen weiterhin Kontakt zu ihm gehalten, hat vorgesprochen und bekam dann die Hauptrolle zugeteilt. Streaming-Empfehlungen. Und auch heute habe ich wieder ein paar Streaming-Empfehlungen für den geneigten Trash-Filmliebhaber zur Hand. Legen wir los.
Und zwar diesen Freitag am 18.09. ab 22.05 Uhr läuft auf Tele5 die letzte Schläferz-Folge der Sommerstaffel 2020 und sie endet mit einem Kracher, nämlich mit Masters of the Universe mit Dolph Lundgren als He-Man und Frank Langella als Skeletor. Auf jeden Fall reinschauen. Auf Home of Horror könnt ihr derzeit Turbo Kid, einen franko-kanadischen Mad Max-Verschnitt mit einer ordentlichen Portion Splatter-Comedy anschauen. Und auf Amazon Prime kann ich euch Dave Made a Maze empfehlen über einen jungen Mann, der ein Papp-Labyrinth in seiner Wohnung gebaut hat und nicht mehr herausfindet. So, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge vom Trash-Taucher, dem Trash-Film-Podcast. Wir hören uns das nächste Mal in 2 Wochen am 28. September wieder mit einer Spezialfolge. Ich werde nämlich das fantastische Trash-Film-Festival in Kassel besuchen, das am kommenden Wochenende stattfindet und euch hautnah berichten, was dort allerlei Trashiges zu sehen war. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Trash-Taucher.